Fall sehr angenehm. Ja, warum nicht? Also sehr angenehm. Ja, es würde mich nämlich sehr interessieren, was die Dame an Einzelheiten dargelegt hat. Gnädige Frau hat den ausgesprochenen Verdacht in keiner Weise erhärten können. Entschuldigen Sie, Frau, aber die Tatsache, dass er es mit der ehelichen Treue nicht genau genommen hat, das ist genauso wenig beweiskräftig wie die Vermutungen ihrer verstorbenen Schwester. Das sind keine Motive, die uns veranlassen. Aber bitte, was ist denn dann ein Motiv? Zum Beispiel die Tatsache, dass das Leben der verstorbenen Frau Preis auf 1 Million Schilling versichert war. Donnerwetter. Das hat er mal in seiner erstaunlichen Offenherzigkeit gesagt. Das hätte man so auch herausgekriegt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall scheint irgendetwas mit den Prämienzahlungen nicht geklappt zu haben. Er behauptet, sie hat ihm die Polizei weggenommen und ihm gesagt, er braucht sich um die Versicherung nicht mehr zu kümmern. Warum? Das ist mir auch nicht klar. Es war doch ein Wahnsinn, diese Versicherung. Ich meine, von Haus aus viel zu hoch. Aber wahrscheinlich hat er sie nur abgeschlossen, weil er von vornherein die Absicht gehabt hat, sie umzubringen. Das kann ich nicht recht glauben. Dazu ist er zu gescheit. Oder sagen wir zu clever. Wenn einer für den Rest seines Lebens ins Gefängnis muss, dann lust ihm auch 1 Million nicht. Das rechnet doch jeder damit, dass er nicht erwischt wird, dass er den perfekten Mord begehen kann. Perfekten Mord gibt's nicht. Ah, davon bin ich nicht so überzeugt. Der perfekte Mord besteht doch darin, dass man ihn nicht entdeckt, nicht? Auf jeden Fall hat ihm die Margit bestimmt nicht gesagt, dass ich jetzt die begünstigte Person bin und nicht mehr er. Was, sonst Sie? Ja, leider. Sonst wäre sie vielleicht heute noch am Leben. Und Sie wären um 1 Million ärmer. Wieso? Ich habe das Geld doch noch gar nicht. Sehr richtig, Sie haben es noch nicht, noch lange nicht. Wieso, was meine ich denn damit? Weil Versicherungen nicht so bei der Hand sind, bei der Auszahlung von solchen Summen, wenn ein Mord vermutet wird. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ich meine, ich krieg das Geld doch, wenn es ein Mord wäre. Nicht wahr? Ich krieg doch das Geld. Ja, sogar wenn Sie sie umgebracht hätten. Aber Himmel, Herrscher, wer ist denn? Polizeioberinspektor Marek, machen Sie auf. Aber ich hab doch schon gesagt, dass ich krank bin und dass ich nichts weiß. Ja, bin in beides nicht. Wenn Sie nicht aufmachen, lass ich ein Schloss kommen. Ja, ja, ich komm ja schon. Lästig ist es. Lästig, wenn es die Tür zu uns zieht. Ich verfühl mich schon nicht. Aber ich... Erlauben Sie, dass ich wieder ins Bett hupf? Besteh darauf. Nein, nein, nein. Ja, dass ich noch nicht verkühle. Bitte, da ist meine Polizeimarke. Ah, interessiert mich nicht bei Ihnen. Wenn Sie jünger wären, schon. Wieso, das verstehe ich nicht. Na, da könnten Sie doch auch Schwindler sein. Haben Sie eine Ahnung, unter was wir vorwenden, die Männer da heraufkommen? Als Gasgassierer, Fensterputzer. Dabei ist das Fenster schon seit das Haus gebaut worden ist, nicht mehr putzt worden. Und Gas habe ich auch keins hier, glücklicherweise. Manchmal wäre ich eh schon in der Stimmung gewesen, dass ich es auftrat hätte. Ja, was schade gewesen. Ums Gas? Übrigens, ich habe nicht ungalant sein wollen, dass ich nicht runtergekommen bin. Aber ich habe heute meinen freien Tag und da möchte ich mich auch einmal ausruhen. Wissen Sie, wie sehr einer Kölnerin die Füße wehtun? Nein, ich war ja noch nie eine Kölnerin. Sie tun einer Kölnerin sehr weh, die Füße, das können Sie mir glauben. Und dass sie noch nie eine waren, das beweist noch gar nichts. Ich war noch nie ein Kieberer und weiß genau, dass sie mir gleich die unmöglichsten Fragen stellen werden. Wie oft sind denn schon vorbestraft? Ich hab's nicht gezählt. Muss ich ihn nicht setzen? Er holt mir nicht aus. Aber nein, aufs Bett, ich muss ja eh aufstehen. Mich wundert nur, dass die sich da hier angestellt haben, Herrn Sie. Das ist doch ein erstklassiges Hotel. Die sind doch froh, wenn sie überhaupt ein Personal kriegen. Und dass ich früher den Deckel gehabt habe, haben Sie gehabt? Sind Sie denn so neif oder sind Sie an dem Tag, Herr Kieberer? Den Deckel habe ich gehabt. Deckel? Ja. Was ist zwischen einem Deckel? Ach so, eine Prostituierte waren Sie. Ich bin aus einem guten Haus. Ja, das sind alle. Meine Mutter war Erzieherin. Aber sie hat sie nicht gut erzogen, Ernst. Und Sie glauben, Sie sind der Erste, der diesen Witz macht? Hm? Ich habe Ihnen lieber gleich gesagt, dass ich eine Prostituierte war. Entweder wissen Sie es eh. Oder Sie erfahren es, wenn Sie es interessiert. Das ist der Vorteil, den man hat, wenn man mit Leuten zusammenkommt, die mit dem Gesetz schon in Berührung gekommen sind. Berührung ist gut. Zusammengeklecht bin ich mit dem Gesetz. Aber wie ich es zu einem Zweier gebracht habe, habe ich mir gesagt, Carla, der Häfen ist kein Geschäft für dich. Probier es einmal mit der Ehrlichkeit und mit der Arbeit. Und jetzt arbeite ich hier schon fast 2 Jahre und ist noch nichts vorkommen. Na, die Fürst tun mir genauso weh wie damals, wo ich noch am Strich gegangen bin. Muss mein Schicksal sein, wie bei den Fürst. Und dass ich immer wieder mit einem netten Herrn von der Polizei zu tun habe.
Aber glauben Sie auch nicht, dass ich Ihnen helfe. So, was schaut, Herrn Sie? Hm? Sind Sie nicht auf die Idee gekommen, dass einmal die Polizei auch Ihnen helfen könnte? Hm? Das ist da in der... kann an der Schlucht treffen. Hier, der wie in einem Dampfboot ist da. Polizei? Die Polizei wird immer mein Freund und Helfer sein. Erstens ist es ihre Pflicht. Und zweitens besteht die aus Männern. Und ich habe immer wieder Männer getroffen, die mir haben helfen wollen. Und die meisten haben wollen mein Freund sein, möglichst kurzfristig. Sie haben keine große Meinung von den Männern, was? Als Schweine. Schweine. Anwesende ausgenommen. Wobei ich ausdrücklich bemerke... Das ist ein Ausdruck, wenn man gerade hier hin... Wobei ich ausdrücklich bemerke, dass ja heute keine Garantie dafür ist, dass Sie keine Sau sind. Na, schauen Sie mir nicht danach aus. Sie sind nämlich nicht unsympathisch. Sie auch nicht. Aber jetzt ist genug mit den Komplimenten. Jetzt fangen wir mit der Befragung an. Über den Herrn Preis. Ja. Das heißt, woher wissen Sie denn das? Gebüschi. Dem seine Alte ist doch umgestanden. In Ihrer Gegenwart hat er es gefunden. Steht in der Zeitung. Sogar ein Bild von Ihnen war drin. Das muss aber vor 20 Jahren aufgenommen worden sein. So fesch waren sie da drauf. Fast so fesch, wie der Herr Preis hier einbildet, dass er ist. Ja. Bildet er sich das ein? Das kann man wohl sagen. Der rennt doch einer jeden nach. Und auf mich hat das von Anfang an scharf gehabt. Mit Erfolg? Sie werden lachen? Nein. Der nicht. Jeder andere, nur der nicht, der Herr Ober. Das hat ihn ganz narrisch gemacht. Sogar seinen scheißlichen Geiz hat er überwunden und mir hier und da Blumen gebracht und Schokolade. Zu mehr hat es angeblich nicht gereicht. Hat irgend so eine hohe Versicherung zahlen müssen oder sowas. Hat er von seiner Frau gesprochen? Immer. Und nicht immer schön. Einmal, da war es schwer krank, da ist er direkt aufgelebt. Und vorigen Monat war er wieder da in der Nacht. Hat mich belästigt. Hat er eigentlich ihretwegen öfters hier im Hotel übernachtet? Aus Eifersucht. Und immer wieder hat er es probiert. Dann ist er zu einer anderen gegangen. Viele von den Menschen sind ja sehr entgegenkommend. Sogar weibliche Hotelgäste haben sie gefunden. Jetzt muss ja Zigaretten rauchen, sonst wird mir schlecht. Na? Rauchen sie nicht? Nicht mehr. An was haben sie denn eigentlich noch erfreut? Mein Beruf habe ich erfreut, ne? Und meiner Familie. Familie, Familie. Sie waren auch sozusagen eine Familie, der Herr Ferry Preis und seine Gattin. Er ist jeden dreckigen Kuchelmensch nachgerannt und sie hat sich eben revanchiert. Wieso? Was heißt das? Sie hat auch einen gehabt, einen Liebhaber. Haben Sie das nicht gewusst? Er hat es mir gleich am Anfang gesagt. Ich habe es automatisch nicht geglaubt. Viele von den Männern reisen mit dem Schmäh, dass sie aus unglücklich sind, dass die Frau sie betrügt. Aber sie hat wirklich einen gehabt, einen Geliebten. Und jetzt ist tot, der arme Teufel. So, da ist jetzt der Herr Bezirksinspektor. Ja, danke, danke. Das ist in Ordnung. Ja, das war ja ganz was Neues. Na, Vorpater ist die Hauptsache. Diese ewige Kaffeetrinkerei ist erstens nicht gesund und zweitens nicht lukrativ. Dass Sie nicht in die Kantine gehen, das wundert mich. Ja, Sie gehen ja auch nicht. Bei mir ist das was anderes. Ich koche doch am Abend. Da genügt zum Mittag eine Kleinigkeit. Man muss es sich schließlich einteilen. Zwei Beamtengehälter sind kaum kostendeckend. Wir haben uns doch einen neuen Wagen gekauft. Na, und dann der Familiennachwuchs? Wenn Sie so teure Hobbys haben wie neue Autos und neue Kinder, ja dafür sind unsere Beamtengehälter natürlich nicht gerechnet. Haben Sie keine Hobbys? Aber ja, meine Briefmarken, dafür gebe ich jede Familie hin. Briefmarken sind so still. Servus, Marek. Ja, servus, servus. Ich bin gerade beim Mittagessen. Hab heute im Hotel Continental gegessen, als Gast vom Direktor. Er war so aufgeregt, als die Polizei da ist, dass er sich förmlich angeschissen hat. Entschuldigen Sie das harte Wort, förmlich. Na? Hast du wieder schwer gearbeitet? Ja, Kalbsgulasch mit Nockerl. Oh, wenigstens etwas. Du, der Obduktionsbefund ist völlig negativ. Susi, geben Sie den Herrn Oberinspektor den Obduktionsbefund. Völlig negativ, sagst du? Und soweit ich das beurteilen kann, schon. Der Herr Bezirksinspektor wird dringend einen Tee. Wollen Sie auch einen, Herr Oberinspektor? Tee? Bin ja nicht krank, ein Kaffee, aber später muss man das erst einmal. Mir scheint, der ist sauer, weil es doch kein Mordfall ist. Sagen Sie mal, Susi, wann sind die Knackwürste? Die sind ausgezeichnet. Vom Moser. Ah, der Moser, der macht ausgezeichnet. Ja!